Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das heute ist schon eine klare Botschaft an alle in unserem Land. Wir als Koalitionsfraktion stehen zu unserer Familie als Keimzelle der Gesellschaft. In den letzten 15 Jahren unionsgeführter Bundesregierung wurde der Familienetat schier verdreifacht auf 13,1 Milliarden Euro, ein aus meiner Sicht gigantischer Anstieg. Insofern hat das Bundesfamilienministerium auch eine enorme Aufgabenvielfalt. Ich danke meinen Mitberichterstattern im Haushaltsausschuss, auch deren Büros, die viel Arbeit gehabt haben, allen Familienpolitikern, vielleicht stellvertretend Nadine Schön, Svenja Stadler und Markus Weinberg, für diesen immensen Kraftakt. Da wäre definitiv Applaus gerechtfertigt. Erlauben Sie mir zu Beginn vielleicht ein paar grundsätzliche Takte zum Haushalt zu sagen. Keinesfalls bin ich glücklich über die enorme Netto-Neuverschuldung des Gesamthaushalts. Die Alternative wäre jedoch gewesen, Steuern zu erhöhen oder Leistungen zu kürzen. Beides wäre in der jetzigen Krisensituation Gift für unser Land und somit auch mit CDU und CSU nicht zu machen. Keinesfalls bin ich glücklich darüber, dass sich die Ausgabenbelastung aller gemeinsamen beschlossenen Maßnahmen von den Kommunen und den Ländern weg zu Ungunsten des Bundes in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich bin ganz bei unserem Chefhaushälter Eckhard Rehberg, der richtig beschreibt, dass wir in den letzten Jahren zunehmend nationale Steuereinnahmen an die Länder abgegeben haben, zugleich aber die Forderungen der Länder steigen, Aufgaben von Bund bezahlen zu lassen. Das passt nicht mehr zusammen und ist ein Missstand, der so nicht länger tragbar ist. Hier braucht es unbedingt eine fairere Lastenverteilung in Zukunft. Und keinesfalls bin ich glücklich über die zukünftig zu erwartenden Risiken für den Bundeshaushalt. Der Soli wird richtigerweise abgeschafft. Der Brexit verursacht spürbare Zusatzkosten. Unsere demografische Entwicklung wird sozialpolitisch in den nächsten Jahren eine große Hürde. All das zusammen bedeutet für mich als Haushälter, die Zeiten der ganz maßlosen Wünsche sind vorbei, sofern wir nachfolgende Generationen nicht über Gebühr belasten wollen. Auch dieser Familienhaushalt würde exakt zu diesen Kritikpunkten passen. Wir gehen mehr aus, wir übernehmen auch viele Länderaufgaben, wie zum Beispiel die Kinderbetreuung. Aber ich sage ganz bewusst, diese Vorwürfe sind alle nicht berechtigt und wir können dem entschieden entgegentreten. Wir sind nämlich definitiv generationengerecht, denn wer so ausgewogen die Kinder- und Jugendpolitik austariert, die Senioren unterstützt und unsere Familien stärkt, der trägt maßgeblich zum guten Miteinander in unserer Gesellschaft bei. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Ergebnis harter Arbeit. Vielen Dank dafür an Franziska Giffey und an das gesamte Ministerium. Im parlamentarischen Verfahren sowie in der Bereinigung konnten wir uns auf zusätzliche Finanzmittel einigen und den ursprünglich vorgesehenen Etat von 12,2 Milliarden Euro nochmals deutlich anheben. Dies geschah nicht zuletzt auch, um die Folgen der Corona-Pandemie für Familien abzufedern. Den größten und wichtigsten Einzelposten stellen wie immer gesetzliche Leistungen wie Elterngeld und das erhöhte Kindergeld, aber auch zum Beispiel der Unterhaltsvorschuss dar. In diesen schwierigen und unsicheren Zeiten, wie wir sie jetzt gerade durchleben, ist dies ein guter und wichtiger Stabilitätsanker für die Familien in unserem Land. So haben wir beispielsweise bei den Programmen die Mittel für das deutsch-französische und das deutsch-polnische Jugendwerk stabilisiert, aus meiner Sicht eine wirklich hervorragende Sache, um die Verbindung zwischen jungen Menschen bei unseren beiden größten Nachbarländern im Osten und im Westen auszubauen und das Verständnis füreinander zu vertiefen. Ebenso freut es mich, dass wir bei dem griechischen und jüdischen und auch bei dem deutsch-tschechischen Jugendaustausch mit dem Projekt Tandem weiter fördern. Außerdem
Neben den Gedenkstätten Fadner und auch dem Korea-Forum ist für mich hervorzuheben, dass wir, ähnlich wie der Kollege Christoph Meyer es schon bereits angesprochen hat, mit der Neugründung eines deutsch-amerikanischen Jugendwerkes die Brücke über den Atlantik nach 4 Jahren Donald Trump wieder stärken. Das ist für mich ein wahrer Beitrag für mehr Völkerverständigung. Weiter möchte ich betonen, dass es uns gelungen ist, die hohe Förderung der Wohlfahrtsverbände fortzusetzen. Damit haben sie für die kommenden Jahre Planungssicherheit, deren oft ehrenamtliche Arbeit gerade in diesen Zeiten von wirklich unschätzbaren Wert ist. Einer der größten Posten neben den gesetzlichen Leistungen stellt der Kinder- und Jugendplan dar. Meine Vorredner haben das bereits angesprochen. Damit werden 850 Organisationen und Einrichtungen gefördert, darunter eben Jugendverbände, Jugendausbildungsstätten, Sportvereine und Musikschulen. Oder auch die Deutsche Jugendfeuerwehr. Für mich als Feuerwehrler ein wirklich starkes Projekt, die Jugend kameradschaftlich an Verantwortung zu gewöhnen. Ja, und auch für die Betreuung unserer Kinder werden wir weiterhin sehr viel Geld zur Verfügung stellen. Wichtig hierbei ist vor allem, die Entscheidungsfreiheit der Eltern zu wahren, indem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit erweiterten freiwilligen Betreuungsangeboten verbessert wird. Als Erfahrung in meiner Heimatregion Landshut und Kelheim kann ich auch nur bestätigen, dass beispielsweise Einrichtungen wie Donum Vitae oder auch unsere Mehrgenerationenhäuser eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Abschluss festhalten, dass es sich hier um einen wirklich gelungenen Etat für das Familienministerium handelt, auch für die Fachpolitiker, vor allem aber auch für unsere Familien, für die Senioren und für die Frauen, für unsere jungen Menschen in unserem Land. Damit lässt sich viel bewirken, allen, die dieses Zahlenwerk jetzt aber in der Praxis umsetzen dürfen, wünsche ich jetzt schon alles Gute, sage ich ein großes Dankeschön für Ihr Engagement, herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören. So, der nächste Redner ist der Kollege Michael Leutert, Fraktion Die Linke.